Hallo und herzlich willkommen zu Dragon's Dogma. Wir stehen hier am Hügelgrab und wollen jetzt zum Drachengeschmiedeten, um ihn zu fragen, was denn auf dieser Platte, die wir gefunden haben, steht. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was er uns berichten wird. Der Hünenhügel. Hünenhügel, du meine Güte, nicht Hügel oder Hünengrab, sondern Hünenhügel. Jetzt laufen wir erstmal geschwind hier rum und nehmen das Zeug mit, was wir so finden können. Das machen wir in jedem Fall. Uralte Schriftrolle. Weiß ich nicht, ob ich das so haben will. Damit kann man bestimmt irgendwas Tolles machen, aber ich weiß nicht was. Noch mehr sammeln. Alles mitnehmen. Große Nuss, kleine Nuss. Untersuchen. Das Drachenseele wohnt in der Brust der Erweckten. Na, wunderbar. Ah ja, okay. Also. Ich trage eine Drachenseele mit mir in der Brust. Geschmeidigkeitsbalsam unbedingt mitnehmen. Was finden wir hier noch? Nochmal eine Schriftrolle. Nochmal eine. Also gut. Jetzt denke ich, sprechen wir mal mit dem Drachengeschmiedeten, was er uns berichten wird. Is there naught you have to show me, Arisen? Doch. For I have seen it. A cipher, void of meaning unto itself, but of vital importance. Ach, guck an, eine Chiffre ohne Bedeutung, aber doch von größter Wichtigkeit. Seht ihr eigentlich, dass der so ganz schwarze Hände hat? Ich frag mich, ob das ein Stadium der Verwesung ist oder aber ob der verbrannt ist. Oder sind's Handschuhe? Naja, egal, auch wie auch immer. Also jedenfalls hat diese Chiffre keine Bedeutung, mal wieder nicht, aber ist doch von größter Wichtigkeit. Na, das ist ein bisschen kryptisch. The sign of those bound to the dragon. And through it to one another. Okay. Bring it here. Einmal überreichen. That tablet. Then it has presented itself to you as well, arisen of the present day. I held it once myself, though it knew a different form then. Tis the arisen's bond, an oath given form. It has shown itself to each arisen in turn since time immemorial, ever changing its guise. Perhaps it is a test of sorts. Though it appears a humble tablet now, it will take on the form best suited to you when the time is come. Then the Arisen's bond has chosen its form. For you, it is become a ring. Take it. 'Tis the symbol of an oath that will bind you to what you hold most dear. That it chose a ring for its shape stands proof that other people are what you hold most dear. Make no mistake. The one you vouchsafe this ring to will be bound to you most powerfully. Whether that bond will be your shield or your undoing depends upon you. Therein lies the nature of the test. Okay, wir haben die große Pflicht bekommen. Die große Pflicht ist ein Ring, der ja denjenigen, dem wir ihn schenken, mit großer Macht an uns bindet. Und sie ist das Symbol dafür, dass uns die Menschen das Wichtigste sind. Das wird später noch auf die Probe gestellt werden. I considered any bond with another being as a seed of doom for the arisen. Okay, und er betrachtet die Verbindung mit anderen Wesen als Saat für den Untergang der Erweckten. Also, der hat's wohl allein probiert. I feared them for a weakness, and feared weakness above all. Er berichtet uns von seinem Scheitern, glaube ich.
Ich fürchtete sie aus einer Schwäche heraus und fürchtete Schwäche selbst am allermeisten. And so I cast all ties aside and rose against the dragon in solitude to this end. Und so ließ ich alle Bande fallen und erhob mich allein gegen den Drachen mit diesem Ergebnis. Okay. Even now, I know not what I ought have done different. How I ought have faced my weakness. Selbst jetzt wüsste ich nicht, was ich anders hätte tun sollen, wie ich mich meiner Schwäche hätte stellen sollen. Perhaps that doubt above all explains why I fell short. Vielleicht war es gerade dieser Zweifel, der mich scheitern ließ. Oh oh. Edmund, did you speak the name Edmund? Edmund. Edmund ist der Herzog, so heißt der Herzog. 'Tis the name of the Arisen came before you. Richtig, der Herzog, der war vor mir. Hast du da noch irgendwas zu berichten? I know not how he turned away the dragon. Okay, also ich weiß nicht, wie er dem Drachen standhalten konnte. I bade him follow his instinct, same as I have bidden you. Ich bat ihn, seinem Instinkt zu folgen, wie ich es euch hieß. Und komm weiter. That is all our kind can do, arisen of the present day. Kann ich dir was schenken? Antike Harnisch? Ja. I give you my thanks. Okay. 'Tis our duty and our fate. Though my own path stopped short, leaving me to linger on, an unsightly revenant. 'Tis our duty. Okay, also er erzählt uns nicht mehr, aber er hat uns auf den Edmund, also den Herzog, angesprochen und sagt, dass er nicht recht weiß, wie er dem, oh, Beschwichtigungstrank auch nicht schlecht, wie der Edmund dem Drachen standhalten konnte. Jetzt gehen wir noch geschwind darunter in diese kleine. Das sind ja auch immer interessante, spannende Sachen. Lederhaarreifen, das muss jetzt nicht sein. Nehmen wir lieber die Tränke mit. Also, das war jetzt spannend. Wir haben jetzt die große Pflicht, diesen Ring. Wir haben erkannt, dass uns die Menschen das Wichtigste sind. Deswegen haben wir einen Ring bekommen. Den können wir auch weiter verschenken. Das werden wir auch tun. Ich weiß auch schon wen. Ihr könnt ja mal raten, es mir in die Kommentare schreiben, wem ich wohl diesen Ring schenken werde. Weil denkt dran, was mir das Liebste ist. Und bindet mit großer Macht. Also ihr könnt ja mal Vorschläge machen, was ihr glaubt, wem ich diesen Ring schenken werde. Ich weiß es nämlich schon. Das ist böse, gell? Okay, so. Jetzt müssen wir mal, wenn wir oben sind und wenn wir nicht angegriffen werden, müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Da ist etwas auf den Hügel gezeichnet. Ja, Yeti, ich weiß. So, jetzt müssen wir mal gucken, das habe ich schon wieder falsch rum gemacht, welche Queste wir noch hier so haben. Paketdienst, goldene Stacheln. Kriegen wir, wenn wir 10 Bündel in der Seelenschilderschlucht bekommen. Dann brauchen wir das Drachenabwehrduftwasser. Ich glaube, das haben wir im Lager. Kexton, das ist der Händler da in Grinsorin. Dem soll man eine Figur bringen. Dann müssen wir uns vor dem Hinterhalt hüten. Golems müssen wir bezwingen. Ein Geldbeutel aus Schlangenhaut. Harpies müssen wir erschlagen. 15 Schlangen, fehlt uns noch eine. 2 Möwen. Ja, also ich würde denken, dass wir nach Grensis zurückgehen. Sollen wir gehen oder nehmen wir den Reisestein? Wir nehmen Reisestein. Und dort lassen wir es vielleicht Tag werden. Genau. Grensorin. Und vielleicht sollten wir mal zu dem Hehler gehen, der da in der Unterstadt wohnt. Der verkauft nämlich, ich weiß nur nicht, ob er es jetzt schon tut. Der verkauft Zielkristalle. Es wäre nicht schlecht, jetzt noch ein Zielkristall zu haben. Aber dann das machen wir dann, glaube ich, wenn es Tag wird.
Und dann sollten wir uns vielleicht nochmal um den Auftrag vom Herzog bzw. dessen Kämmerer kümmern und in das Schloss gehen. Genau, das machen wir als nächstes. Wir gehen in das Schloss. Habe ich ja bislang so ein bisschen vermieden. Warum habe ich das vermieden? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil da dieses Theater mit Eleanor war. Und ich weiß nicht, was der gute Herzog so von uns hält. Also jetzt schlafen wir erstmal eine Runde. Ja, unsere Taten werden lobpreist. Das ist schön. Wir bleiben bis zum Morgen. Zugriff auf den Server. Mal gucken, ob wir da jetzt irgendwas Nettes kriegen. Ob wir wieder ausgeliehen worden sind, beziehungsweise Yeti ausgeliehen worden ist. Ja. McFerry. Hey, Ritter. Hi, Ritter. Das ist Ritter. Ja, klar will ich das übernehmen. Logisch. Eine Hartknollenmilch. Du bist ein Schatzritter. Dankeschön. Danke, Ritter. Sehr schön. Ja. Das ist schön. Yeti hat uns Hartknollenmilch gebracht. Wir gucken auch kurz, ob wir skillen können. Dann gehen wir ins Schloss. Wir haben da ja diese herzöglichen Aufträge. Die müssen wir doch irgendwann auch mal machen. Und wir kriegen im Schloss auch, das weiß ich halt, gibt es irgendwann auch den Quest, der uns in die Seelenschinderschlucht führt. Und da müssen wir ja die 10 Bündel finden. Die wir dann Arsmith bringen müssen. Da freut er sich wieder so sehr. Der freut sich immer so sehr, finde ich. Es braucht jetzt aber lange hier mit dem Server. Na. Gut, manchmal finde ich Server echt lästig. So, jetzt pass mal auf. Können wir denn schon... Jetzt gucken wir mal, ob wir diese Verwaltung des Lagers... Jetzt will ich gucken, ob wir dieses Drachenduftwasser irgendwo haben. Oh Gott, das ist zu viel Zeug. Oh je. Da ist es. Und nee, wir wollen nichts backen und wir wollen gucken, ob wir eine Fähigkeit erlernen können. Schildsturm, kontrollierter Fall. Nee, immer noch nicht. Dann lassen wir das jetzt auch. Jetzt gehen wir zu Arsmith. Da steht es ja schon. Wir sollen den Bericht erstatten, dass wir das Drachenabwehrwasser haben. Das ist, glaube ich, ein Aberglaube, dass irgendein Duftwasser, wie auch immer das zusammengebraut ist, dass das Drachen abwehrt. Ja, ich weiß, solange die träumen. So, und jetzt freut er sich gleich wieder so. Ich finde das so süß. Jetzt passt auf. Ich finde den toll. Ich mag den gerne. Das gefällt mir einfach gut. Ja, Sarah, ich weiß, du willst uns auch noch sagen, dass wir toll sind, weil wir dich wohnen lassen. Wir gehen jetzt ganz schnell in das Schloss, holen uns ein Quest ab. Und vielleicht kriegen wir auch den Quest mit der Seelenschinderschlucht. Das wäre nämlich fein, weil durch die Seelenschinderschlucht kann man quasi die Abkürzung... In den Großwall. Ihr erinnert euch, Großwall? Da waren wir schon mal, da haben wir den Händler hingebracht. Das ist also durch die Seelenschinderschlucht, das ist so eine Art Abkürzung dahin. So. Mal gucken, gibt's hier was? Gibt's hier irgendwas, was wir finden? Nö, ich glaube nicht. Da gibt's gar nichts. Ja, dann gehen wir mal rein. Und gucken mal, ob der Kämmerer was für uns hat. Der Audienzsaal, wo ist er denn? Kämmerer? Ist gar nicht da. Das ist natürlich blöde. Ich will diesem Herzog auch gar nicht begegnen. Wahrscheinlich lyncht er uns. Hey, Mercedes! You've made quite the name for yourself since last we spoke. Ja, haben wir Mercedes. Aber trotzdem, sag noch was. I fear I must apologize again, sir.
on the matter of the slain Hydra. Was hast du gemacht, Mercedes? Hast du etwa das für dich in Anspruch genommen? There is talk on the street that it was I felled the beast. Ach, guck an, du hast nicht widersprochen. Schäm dich. Mistake me not. I told His Grace true that it was your doing alone. Okay. It seems my name was added as a matter of political expedience. Okay, auch Politik. Und das andere mit dem Quest. Halt hier, komm her. Arisen, I would speak with you. Privately. Ja, gerne, Fettel. This is not the place. It is a conversation best had after dark. Meet me in the courtyard by night. Schon wieder nachts jemanden da in der... Oh. Also gut, müssen wir Fettel, müssen wir dann nachts treffen. Und jetzt werden wir noch Mercedes mal ansprechen. I've no love of politics. Lies by another name. Das stimmt. And in these dark times, what's more? Who can spare the effort to keep up the dance with the dragon come? Ja, da hast du recht. I've no love of politics. Okay. And in these dark... Jetzt ist die Frage, wo finde ich denn den Kämmerer? Hier irgendwo? Hallo, Kämmerer? Ah, Kantor des Kämmerers, da ist er. Ja, mal gucken, was er für uns hat. You are to see me for your assignments and no one else. Ja, ich weiß, Kämmerer. I speak for His Grace on such matters. My word is His. Das ist schon ein strenger, der Typ, ey, echt. Deserves your full and immediate attention. Okay. Pray, make your choice, sir. Beweismittel für die Versammlung, Verhandlung sammeln. Was? In dem Augenblick nichts. In that case, inform me at once when you might accept a task. The weight of... Oder sollen wir Beweismittel sammeln? Ja, komm, wir sammeln Beweismittel. You are to see me. Also gut. Pray, make your... You've a stake in this and a right to hear, sir. Wie wir wissen, wer Fornival ist, ja. He is among the wealthiest of Grand Sauron's merchants. Though now he stands to lose all. Was ist denn nun los? Was ist passiert? He is accused of a litany of crimes. I would beg a favor, if you've the time. Er wird einer Unzahl von Verbrechen beschuldigt. Wenn ihr die Zeit habt. Ah, jetzt pass auf, jetzt wird's kompliziert. Ich erklär's euch kurz, weil wir werden's nicht spielen. Bevor der Fornival ins Gefängnis kommt, also bevor ihr diese Quest annehmt, solltet ihr in Fornivals Haus gehen. Da wird er euch bitten, dass ihr seine Tochter einen Tag betreut, weil er weg muss. Das solltet ihr tun und ihr solltet mit der Kleinen ganz fürsorglich umgehen, Wasser dabei haben und ihr die Wünsche von den Lippen ablesen. Weil dann bekommt ihr von ihr die goldene Figur geschenkt, die Kexton haben will. Und wenn ihr Kexton die goldene Figur schenkt, also diesem Händler da auf dem Marktplatz, dann gibt's bessere Rüstungen. Aber das müsst ihr eben machen, bevor ihr diese Quest annehmt. Damit wir aber weiterkommen, nehme ich die jetzt an. Was as busy in his underground dealings as in his honest work. Oh, wie es scheint, ging Fornival ebenso emsig verborgenen Geschäften nach wie seinem ehrlichen Tagewerk. His bill of crimes includes bribery, Bestechung, fraud, Betrug, Entführung, Geheimnisverrat, uiuiuiui. Even collusion with salvation. Oh. The inquest continues as we speak. Should the present tide prevail, he will likely be found guilty and put to death. Ouch. Nee, ba-ba-ba. Opinions are split, however, on the credibility of the present proofs and testimonies. A few days yet remain before the matter is decided. I ask that you go and gather what facts you can. Okay. Any proof is welcome, be it evidence or testimony, or justice must be done. Okay. Also, Fornival ist offensichtlich beschuldigt, zu betrügen, zu stehlen, zu tun und zu machen und ist kurz vor einer Verhandlung. Und wir sollen möglichst Beweismittel sammeln für seine Unschuld oder für seine Schuld. Und jetzt müssen wir uns überlegen, Fornival ist ein Gauner, das wissen wir. Aber wir brauchen ihn. Warum brauchen wir ihn? Weil er uns die Reisesteine relativ günstig verkauft. Die kriegen wir auch noch woanders, aber da sind sie doppelt so teuer. Also werden wir alles tun, um Fornivals Unschuld zu beweisen. Jetzt aktivieren wir die Quest mal. Prüfungen und Prozesse. Wir haben 4 Tage Zeit. So. Und da müssen wir hier raus. Warte mal. Da sehe ich auch irgendwas. Da ist was rot. Warte mal. Da gehen wir hin. Da muss irgendjemand sein, der uns was zu Fornival sagen kann. D
Das ist allerdings nicht auf diesem Stock, sondern ist es da oben? Oder ist es unten irgendwo? Ja, das ist die Frage. Ich gehe mal hoch, gucke, ob ich da oben jemanden finde. Glaube doch, sieht gut aus. Da geht's lang, da müssen wir jetzt den vorne... Wer kann uns was zu vorne will sagen? Ach, der Vettel. Das ist der Vettel, der uns diesen Quest nachts... Ja, genau. Komm her. I hear old Fornival is the subject of an inquest. Yep. His conviction would bring me no joy. Not least for the loss of revenue I would suffer. Okay. Arisen, I have a proposition, sir. Yeah? Mach mal. I've long had dealings with Fornival and want to believe in his innocence. Okay. Pray, take a petition for his acquittal from me. That it... Wunderbar. Vettel hat uns ein Bittgesuch geschickt. Gegeben, nicht geschickt. Er hat es uns gegeben. Für die Freilassung von Fornival. Der hat nämlich Angst, dass die Steuereinnahmen zurückgehen, wenn der Fornival im Gefängnis sitzt. So, also müssen wir Bittgesuche sammeln. Da kriegen wir nochmal irgendwo eins, sehe ich gerade. Da ist nochmal rot, aber das lassen wir jetzt. Wir kommen wieder zurück. Und laufen jetzt erstmal, gucken, ob seine Tochter da ist, ob es der gut geht. Die Kleine ist ja jetzt ganz alleine, oder? Na gut, sie wird eine Haushälterin haben. Denke ich mir mal. Ja, genau, die Tochter. Wir gehen mal gucken, ob wir die Tochter finden. Ist die da drin? Töchterchen, hallo. Fornival. The blustering fools just barged in, eh? Ja, du... Just madness and base insult. You there, you're an able sort. There's time yet before my trial is decided. Pray, arrange for my... If you see... Ja. Now go. Wir werden gucken, dass wir dich freikriegen, Fornival. Einfach, weil wir dich brauchen. Wir brauchen dich. Und wo ist dein Töchterchen? Die ist nicht hier. Die ist irgendwo anders. Weil die müssen wir auch noch finden. Die wird sicherlich auch ein Bittgesuch haben. Da steht sie doch. Komm, wir fragen sie mal. Kindchen, hast du ein Bittgesuch oder bin ich noch zu früh? I believe in my father's ja. Innocence arisen. Das glaube ich dir, Mädchen. Simon. Please help him. Ja. Nee, von ihr kriege ich noch kein Bittgesuch. Na gut. Aber ich werde eins von ihr kriegen. Wir sammeln es also Bittgesuche. Bittgesuche. Komisches Wort ist das. Und folge den roten Punkten oder den roten Kreisen oder was immer es ist. Rote Schleifen. Dann kommen wir in den Dom von Grand Soren. Und was gibt's da jetzt? Ah, guck an. Der Vater hat auch, hat auch was zu sagen. What? Fornival stands trial? Ja, leider. In truth, the man was profligate. His ostentation earned him envy and enmity in equal parts. Ganz ehrlich, der Mann war ein Verschwender. Seine Protzerei brachte ihn zu gleichen Teilen Neid und Feindseligkeit ein. But he was not the sort of man to seek profit in the misfortunes of others. Doch er war keiner von der Sorte, die Gewinn aus dem Unglück anderer schlagen. Na ja, egal. I will add my name to the petition. Okay, auch ein Bittgesuch. I shall pray that his innocence is proven. Jo, und noch ein Bittgesuch. Ich stolper über dieses Wort, das ist ein komisches Wort. Wer hat denn da was zu sagen? Niemand. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter. Und sammeln Bittgesuche. Was ist denn so schwer an dem Wort? Nix eigentlich, oder? Ich krieg's nicht raus. Die Stadt ist voller Gerüchte. Jo. Jetzt rennen wir da mal rum. Irgendwo ist rot. Wo ist denn noch rot? Lass mal gucken hier auf der großen Karte. Aufträge. Prüfungen und Prozesse. Wie muss ich da raus? Ausgang. Hm. Ingrid Soren selber. Auch Ausgang. Ja, wo muss ich denn da hin? Hm. Noch die große Karte nehmen. Umgebungskarte. Ungewöhnlicher. In Cassades gibt's was? Oh.
Im Großwall. Ach du Jesus. Jetzt zum Großwall. Gut. Die Höhen. Da ist die Feste, glaube ich. Und direkt in Grand Sorin auch nochmal. Also, da haben wir ja jetzt einiges vor uns. Wir müssen zum Großwall. Da gibt es irgendwie Informationen zum Furnival. Aber bevor wir das machen, werden wir erstmal nachts mit dem Vettel sprechen. Das heißt, wir werden jetzt Nacht werden lassen. Nein, wir lassen es jetzt nicht Nacht werden, sondern wir machen Schluss für heute und lassen es in der nächsten Folge Nacht werden. Und dann treffen wir uns mit Vettel, gucken mal, was der uns zu erzählen hat. Dabei gucke ich, dass ich vielleicht doch noch ein bisschen eine andere Rüstung kriege. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.